Willkommen zurück zu Kirby Streamland 3. Ich bin hier im dritten Level der dritten Welt. Mann, oh Mann, alles Dreier in diesem Part. Tja, hier mit bei diesem furchtbar ätzenden Gordo-Minispiel. Oh ja, ich muss mir hier ja merken, wie viele von den Gordos, die kurz aufblinzeln. Oh ja, und beim dritten Mal ist es ziemlich arg. Ich habe es jetzt schon zweimal geschafft mit Hilfe meiner HD-Box, mit der ich aufzeichne. Ich habe jetzt immer so wie beim alten Let's Play kurze Aufnahmen gemacht und mir die angeschaut, damit ich mir es besser merken kann. So, es sind, diesmal haben drei geblinzelt. Beim letzten Mal ist es komplett arg. Ich frage mich echt, wie die das damals ohne Kameras und so zum Release-Termin geschafft haben. Ne, wirklich. Okay, Halleluja, ich hab's geschafft. Halleluja. Okay, jetzt sind wir hier in diesem Vulkan noch. Oh ja. Womit war ich im letzten Part nochmal beschäftigt? Ah ja, der Yellowstone-Vulkan. Oh, vor dem habe ich ganz ehrlich gesagt wirklich Angst. Oh ja, und ich habe so wenig Energie, dass der eine Treffer mir schon, ja, das Leben gekostet hat. Okay, Feuerball, Kirby, gib Stoff, diese Fledermäuse sind ätzend. Ihr merkt, sie sind Blutsauger. Es gibt ja wirklich Fledermäuse, die Blut saugen, nämlich in Südamerika. Von denen stammt auch die Legende der Vampire. Ja, wirklich. Kein Scherz, solche Fledermäuse gibt es wirklich. Die heißen sogar Vampir-Fledermäuse. Ja, wirklich, aber das sind keine Gespenster oder echte Vampire. Das sind einfach nur Tiere, die halt sich so wie Mücken von Blut ernähren. Nur sind die halt ein bisschen größer. Okay, damit wären wir aus dem Vulkan auch schon wieder heraus. Moment, ist das nicht der besagte? Genau, schaut doch mal da oben. Ein Kirby-Imitator. Der sieht genau aus wie wir, bis auf das Gesicht. Also der sieht genau aus wie Kirby, wie der ich spiele. Aber man, dieser Gegner, ihr merkt es, der taucht öfters im Spiel auf. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo er auftaucht. Aber man kann ihn nie erreichen. Der ist immer, der taucht immer so auf, dass man ihn nicht erreichen kann. Oh ja, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, aber das ist ein komischer Artgenosse. Ja, der scheint Kirby irgendwie nachahmen zu wollen. Aber, soweit ich weiß, kann man ihn doch irgendwie erreichen. Nämlich über einen Geheimgang in der vierten Welt. Den möchte ich euch auch zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das im alten Let's Play gezeigt habe, aber ja. Ich möchte ihn euch auf jeden Fall zeigen. So, du komisches Ei. Ist ja wirklich ein Ei. Sieht doch mal an. Das sieht aus wie ein Hühnerei, dieses Wesen. Hm, witzig. Alle, ich wollte eigentlich die Maxi-Tomate. Die in der Mitte sind die schwersten. Oh, Backe. Tja, und dieser Kirby-Imitator da, er ist auf jeden Fall kurios. Okay, machen wir weiter mit, Moment. Okay, Eis-Kirby, den hat man ja in dem Let's Play bisher auch noch gehabt. Ich kann mich erinnern, der kam auch hier das erste Mal vor in dem Level. Chili, also der Chili, der Schneemann in der Wüste? Was hat denn der hier zu suchen? Ja, Chili und Kirby. Chili ist ja in der Serie, also in der Kirby-TV-Serie, eines der wenigen NME-Monster, die nicht böse sein wollen. Die anderen sind Fun-Fun und eins noch. Irgendeinen gab es noch. Okay, hier sind wir diese komischen Riesenteklas. Okay, ihr kennt ja das System. Jedes vierte Level einer Welt hat, Moment, ich nehme Nago. Mit Nago bin ich einfach besser dran. Oh ja, tut mir leid, Peach. Und auch Rick, der Hamster. Das ist Popon. Ich glaube, im letzten Part haben wir ja über Popon geredet. Jedenfalls, wer Popon nicht kennt, schon muss ich, der sollte dieses Spiel spielen. Das ist eigentlich ganz witzig. Die Mischung, wo, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wo kam der bitte her? Okay, die Level werden härter. Warte, ich möchte meinen tierischen Freund noch abholen. Oder soll ich mal mit Rick spielen? Nein, Nago und die Dingsfähigkeit ist eh gar nicht so schlecht. So, du sollst schießen. Warum trifft er den nicht? Okay, und ich kann mich in dem Level ganz ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern, wie ich hier weiterkomme. Ihr wisst ja, in jedem vierten Level einer Welt müssen wir jemanden oder etwas finden. Tja, in dem Fall, ich weiß es nicht mehr. An den Level kann ich mich irgendwie überhaupt nicht mehr erinnern. Ich glaube, das war auch im alten Let's Play so. Da war eine Spinne in der Tür drinnen. Meine Güte, die Level werden schwerer. Okay. Gut. Na, das ist ein bisschen blau, Nago und die Stachel. Igelfähigkeit. Naja. Aber der Level ist bei weitem nicht so fies wie das, was wir am Ende dieser Welt sehen. Backe, vor dem Level habe ich jetzt schon Angst. Aber ich glaube, der wird in dem Part leider noch kommen. Naja, okay. Uiuiuiui, da, eine Vampirfledermaus. So, okay. Ui, oh ja, die Viecher sind ätzend. Die hatten wir ja schon mal. Okay, die sind auch in Kirby 64 wieder dabei. Moment, ich glaube, jetzt kommen wir in diesen Sandcanyon, mit der mit Wasser gefüllt ist. Meine Güte, wie unrealistisch. Ich glaube, das, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ist das hier oben richtig?
Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, hier ist jetzt wieder kein Wasser. Ein Tintenfisch. Scheint ein ausgetrocknetes Meer zu sein. Ist das nicht auch der Level, wo Meer zu sehen ist? Also am Ende? Moment. Ich gehe einfach immer oben entlang. Ach, Fische und Haie. Haie. Oh nein, das war falsch. Scheinbar sollte ich unten entlang gehen. Okay, ja, ich glaube, da war gerade wie dieser Ton gleich, stell den Ton immer ab. Es gibt hier nur wenige Projekte, wo ich Ton während der Aufnahme höre. Nämlich eines ist Sonic Lost World, das läuft ja auch zurzeit. Halt nur Projekte, wo die Charaktere im Spiel auch reden. Da brauche ich dann halt Ton damit. Hey, Popon. Popon und Sebon ist was anderes. Ich möchte es nur nochmal erwähnen. Moment mal, war da unten eine Tür? Nein. Oh, ach ja, da waren ja die Stacheln. Oh, Backe. Okay, ich muss gerade überlegen, wie ging das am besten nochmal? Ich glaube, oben war... Oh mein Gott, diese Spinne vergesse ich aber auch immer. Moment. Was? Ach so, ah ja, der Bereich zuerst. Vor diesem Sandstrudel oder was das auch immer ist. Ich habe eigentlich noch nie Treibsand in echt gesehen. Nur mal so nebenbei. Na klar, ich war ja noch nie in der Wüste, aber ich habe auch noch nie ein Bild von echtem Treibsand gesehen. Eine Zeit lang habe ich sogar geglaubt, dass Treibsand erfunden wäre, um Super Mario 64 interessanter zu gestalten. Aber ich glaube, Treibsand gibt es wirklich. Klar gibt es das wirklich, aber ich habe echt noch nie ein Foto oder so sowas davon gesehen. Wie sieht ein Treibsand in echt aus? So wie in den Spielen? Ja, wirklich. Das frage ich mich langsam. Moment, ich gehe jetzt mal unten entlang. Oder ist unten falsch? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich an den Level kaum erinnern. War hier nicht auch dieser Besen-Zwischenboss? Okay. Moment, jetzt nach oben, oder? Oder nach unten? Ich weiß es nicht. Ich werde verrückt. Dass ich den echt vergessen habe, diesen Level. Was ist denn jetzt unten? Oder? Moment. Ja, sowas. Hier jetzt den mittleren Weg. Genau, hier den mittleren Weg. Das war richtig. Genau. Hier geht es lang. Hier ist dann nämlich der Kollege. Hier, das ist Habuki. Warum auch immer Habuki. Ihr merkt, das ist ein Besen. Und ja. Geben wir ihm mal voll was auf die Möhre. Oder auf die Mütze. Oder was das auch immer. Der hat ja nicht mal eine Mütze. Das ist ein Besen. Das ist ein lausiger Besen. Ja, so ein ähnlicher Gegner kommt in der Serie. In Folge 38 vor. Nur ist der Broom King. Also Besenkönig. Ah, wie er mit ihm den Boden aufwischt. Nago. Ja, da haben wir es. Dieses komische Kind oder was das auch immer darstellen soll. Die sehen ein bisschen aus. Okay, und das ist jetzt auch irgendwie komisch. Hier ist jetzt im Hintergrund Meer zu sehen. Oder ist das... Nö, ich glaube, das ist kein Meer. Früher habe ich immer gedacht, das hier wäre ein Meer. Aber ich glaube, das sollen mehr... im alten Let's Play hatte ich ja noch nicht so viel Ahnung von der Wüste. Ich glaube, das soll einfach Wüste bei Nacht darstellen. In der Nacht kann ja in der Wüste... Temperaturen bis können sie ja Minusgrade sogar haben in der Wüste, weil es in der Nacht so kalt wird. Ja, wirklich, kein Scherz. Wirklich, da kann sie danach Minusgrade kriegen. Oh, ich hätte... Ach, ist wurscht. Los, Nago! Gib Stoff, Mann. Probieren wir mal Nago und Stein aus. Naja. An den Level, an den kann ich mich, weiß Gott, auch nie erinnern. Ich glaube, im alten Let's Play, ich weiß nicht mehr genau, ich kann mich ans alte Let's Play kaum noch erinnern, aber ich bilde mir ein, da habe ich den Level hier auch vergessen. Da habe ich sogar nachschauen müssen. Na gut, im alten Let's Play habe ich ja immer nachschauen müssen. Vor allem in jedem vierten Level. Die vierten Level sind ja, na gut, nur da ich diesmal ja längere Parts mache und nicht immer einen Level pro Part, weiß ich natürlich nie genau, oh, wenn ich einen Power Lolly habe, kann ich mit Nago zweimal in der Luft springen? Interessant. Okay. Ja, ich glaube, diese chinesische Frau, ich kann es nicht genau erkennen, aber diese Klamotten da, die sie anhat, ist schon typisch chinesisch. Ich glaube, die wollte einfach nur ihr Kind wieder haben. Aber es ist nicht dieselbe wie in der ersten Welt. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was in dem Level zu tun ist. Ihr kennt ja das System, in jedem fünften Level einer Welt müssen wir immer einen Partner zu seinem jeweiligen Freund, Verwandten oder
was auch immer bringen. In dem Fall müssen wir Chuchu zu ihrer, ja, besten Freundin. Früher habe ich immer geglaubt, das wäre die Mutter, aber die offizielle Kirby-Webseite sagt, dass das nicht die Mutter von ihr ist, sondern, ja, das ist, wer ist das nochmal? Moment, das eine Leben möchte ich jetzt haben. Ja, genau, ihr wisst ja, an der unteren Leiste, diese kleinen Sternchen da, die füllen ja die untere Leiste auf und wenn man genug hat, dann kann man halt, ihr wisst schon. So, Moment, ich nehme jetzt einfach mal Rick, warum auch nicht. Aber ich glaube, wir hätten Chuchu schon mitnehmen müssen. Ich glaube, das war so, oder? Ja. Okay, ja, auch diese komischen Waddle-Dee-Flaschengeister. Oder was das auch immer für Dinger sind. Aber ich fiel mir immer noch ein und... Oh, jetzt Wumms, die mehr die Formen wie in Super Mario Bros. Haben. Ja. Ich arbeite gerade wieder an einem... Na gut, arbeiten kann man das nicht wirklich nennen. Oder doch, ich arbeite... Naja, gut. Ich habe ein spezielles Mario Bros. Projekt vor. Oh ja. Zu viel Spoilern möchte ich noch nicht. Halt, Moment. Sekunde mal. War da oben nicht irgendwo der Raum mit Chuchu? Okay, die Maxi-Tomate nehme ich auf jeden Fall mal. Man weiß ja nie, wenn man sowas mal brauchen kann, nicht wahr? Die ganzen Sasukes hier. Moment. Nehmen wir mal Eis. Rick und Eis. Hat man ja auch schon in Kirby's Dream Land 2. Und dieser Felsen da, der kommt auch gleich auf uns runter. Genau. Da müssen wir jetzt aufpassen. Na gut, dann nehmen wir eben Feuer. So. Aber ich glaube, wir brauchen Chuchu. Wir müssen da schon rein. Als Chuchu in den Level rein. Mit Chuchu in den Level rein. Wo kriegen wir denn jetzt Chuchu? Ich gehe mal in die erste Welt wieder. Wo kriegen wir Chuchu nochmal? Hier kriegen wir Chuchu. Meine Güte, immer die Level mit Chuchu. Die vermassle ich immer. Und wie oft sind wir jetzt in dem Level eigentlich schon? Ziemlich oft. Zu oft für meinen Geschmack. Oh ja. Erinnert ihr euch im ersten Part des Let's Plays? Oh, Moment mal. Alles wurscht. So. Chuchu! Mitkommen! So! Also, wieder zurück in den Sand Canyon und rein da. Oh ja. So. Wie sie die Gegner immer ranzieht. So. Ach ja, du Klugscheißer, schießt die Dinger ja immer zurück. Ja, diese Waddle-Dee-Flaschengeister hier, die gibt es ja auch wieder in Kirby's Adventure Wii. Da waren die ja ebenfalls vertreten. Und in Kirby Triple Deluxe, ich weiß es gar nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall schon gespannt aufs neue Kirby-Spiel für den 3DS. Dieses Kirby Planet Robot. Oh ja. Ja, dieses kleine Infovideo über das gefakte Kirby's Dream Land 4, muss man sagen, das kam... Oh! Oh! Das wusste ich gar nicht mehr, dass Chuchu sich so an Wänden hangeln kann. Obwohl, ich glaube schon, dass ich das noch brauche. Moment, halt, die Maxi-Tomate hätte ich gern gehabt. So, probieren wir mal Chuchu und Eis. Das kenne ich auch noch nicht richtig. Okay, weiter geht's. Oder vielleicht Chuchu mit Feuer? Ach das, ja, das war jetzt nicht gut. Wie ich mit dem Feueratem dagegen halten kann. Wow, komm schon, ich darf nicht erledigt werden. Ja. Jetzt mach! Ich darf nicht erledigt werden, wie bereits gesagt, es gibt Chuchu in dem Level nicht. Uiu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 i. Gelbo, in der Serie war's zu lieb. Und ein Freund von... Moment, hä? Moment, ich Trottel. Ich glaube, da hätte es Chuchu eh gegeben. Ich meine, so ein leerer Raum und ich bin sicher, im Hintergrund spielt es die typische Musik von den, ihr wisst schon, was ich meine, von den Räumen, wo man einen tierischen Freund kriegt. Chuchu ist ja ein Oktopus. Nein! Aber ist vielleicht eh besser so. Jetzt bin ich extra aus dem Level rausgegangen, nur um rauszufinden, dass es Chuchu hier eh gegeben hätte. Meine Güte. Ich war wohl schon zu mehr auf die vierte und fünfte Welt konzentriert, wo man den Partner ja wirklich schon mitnehmen muss. Ich glaube, am besten ohne Fähigkeit sind Chuchu und Kirby besser dran. So, also nach unten. Ja, diese Felsen, die können schon... Ja, oh, ah ja, ah ja, ah ja.
So. Oh, das ist die echte. Das ist die echte Tür. Okay, Moment. Brauche ich hier nicht so eine Putzfähigkeit? Chuchu und Besen. Wie eine Hexe. Diese Hexen. Moment. Jetzt kann ich mir hier theoretisch eine Fähigkeit aussuchen. Oder vielleicht so. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Nehmen wir Igel. Oh ja. Naja. Oh, die Sterne hätte ich anders kriegen können. Naja, dann eben ab durch die eiserne Mitte. Chuchu kann ja leider nicht unendlich hochfliegen. Okay. Kabu! Das ist Kabu. Ihr kennt doch alle Kabu, oder? Kabu ist ja der heilige Stein von... früher habe ich immer gedacht, das wäre Wispy Woods. Also in der Serie meine ich jetzt. Oh. Bumerang. Wo soll ich einen Bumerang? Ach so, da gibt's Bumerang. Naja. Okay. Kabu ist ja in der Serie so heilig und so. Und hier ist er einfach nur... So, hier ist er einfach nur ein lausiger Gegner. Aber man muss sagen, Kabu ist gar nicht schlecht animiert. Muss man schon dazu sagen, was diese Viecher hier sein sollen. Die ähneln irgendwie denen aus Yoshi's Island, die einen so schwindelig machen. Sind ja auch beide für dieselbe Konsole erschienen, die beiden Spiele. Auch wenn Yoshi und Kirby, auch wenn es meine beiden Lieblingscharaktere sind, so viel gemeinsam haben sie nicht. Ja, sie sind ja nicht mal vom selben Entwickler gemacht worden. Yoshi wurde von Miyamoto entwickelt und ich glaube Kirby von Iwata? Kann das sein? Kann sein, dass ich das in meinem Video jetzt falsch habe. Mein Video, wo ich Satoru Iwatas Tod, so ein Trauervideo gemacht habe. Ist ja wirklich schade. Da merkt man, wie kurz das Leben eigentlich ist. Gerade programmiert man noch an Kirby und der Regenbogenpinsel und dann stirbt man. Ist schon erstaunlich, wie schnell das gehen kann. Echt schade. Ja, tut mir leid, dass ich mich gerade so dumm anstelle, aber ich bin mit Chuchu wirklich nicht gut. So. Ich glaube, das ist nicht ihre Mutter. Auf der offiziellen Kirby-Seite stammt, dass das ihre beste Freundin sei. Naja, gut. Oh, ein extra Leben, das kann ich gebrauchen. So, und ich liefere Chuchu jetzt einfach mal bei ihr ab. So. Okay, gut. Jetzt kommt meiner Meinung nach der schlimmste Level im Spiel. Und ihr merkt, das Zeichen da, den kennen wir doch alle. Das ist Rob. Ganz klar bekannt aus Super Smash Bros. Aber viele haben sich auch bei Kirby Stream Land 3 oder Mario Kart DS gewundert oder auch bei Pikmin 2. Wer ist denn Rob? Tja, diese Frage, ja, in Mario Kart DS habe ich mich das immer gewundert. Und ich war dann ziemlich verblüfft. Im alten Let's Play habe ich noch gar nicht gewusst, dass er auch noch in mehr Spielen als in den beiden vorkommt. Tja, Rob war ja ursprünglich ein Zubehör für den NES. Ich weiß gar nicht genau, was Rob eigentlich konnte. Ich glaube, der konnte einfach so, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was Rob bewirkt hat. Tja, aber der Level an sich ist eigentlich ganz cool. Ihr merkt, wir gehen jetzt in eine antike Pyramide rein. Keine Sorge, diese Geschichten, dass man in der Pyramide verflucht wird. Aber andererseits, was mich an dem Level so wundert, ist, dass die Pyramide irgendwie so modern ist. Sowas Ähnliches gab es in Kirby 64 in der Wüstenwelt. Da gab es ja auch einen ähnlichen Level. Nur war das ein UFO und das hier soll offiziell eine Pyramide heißen. Okay, gut. Ich muss aufpassen. Ich kann jetzt hier verschiedene Wege gehen. Ich muss jetzt Rob wurde in Einzelstücke zerlegt von Dark Matter. Tja, und ich muss jetzt die einzelnen Stücke wieder... Oh ja, diese Gegner, die sind auch sehr ätzend. Okay. Moment mal, wie ging das nochmal? Das war hier echt kompliziert. Das war der schlimmste Level im ganzen Spiel, für meinen Geschmack. Rob ist ein Zusatzteil für den NES gewesen. Tja, und deshalb ringen sich viele auch über ihn in Smash Bros. Auf. Jetzt bin ich den Weg gegangen, der wieder zurück, also zum Ende des Levels führt. Ja, na toll. Tja, und Rob ist, wie gesagt, das ist alles. Das war Rob. Das ist Rob. Ein Zusatzteil für den NES. Das ist Rob. Ja, wer hätte gedacht, dass Rob noch mit Mario Kart DS, wo er ganz überraschend als Fahrer dabei war, oder hier, wo man ihn zusammenbauen muss, oder im Pikmin 2, wo er, glaube ich, ein Boss ist. Na gut, Pikmin 2 habe ich bislang noch nicht gespielt, aber... Das soll angeblich auch vorkommen. Pikmin 1 und 3 habe ich gespielt, aber Pikmin 2 bin ich bislang noch nicht in den Besitz gekommen. Unbedingt in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwo auf eBay vielleicht ein günstiges Angebot für Pikmin 2 unbedingt die GameCube-Variante seht. Wirklich. Kein Schmäh. Ist jetzt nicht zwingend notwendig. Ihr müsst jetzt nicht für mich ausschalten. Das war jetzt ein bisschen... Ja, ein kleiner Witz für zwischendurch. Ihr müsst ein bisschen lockerer werden. Na gut, aber ich glaube, meine Fans verstehen eher mehr Spaß als die meisten anderen Leute auf dieser Welt. Naja, man muss echt ein bisschen Spaß im Leben verstehen. Das habe ich früher auch
Ganz ehrlich gesagt, ein bisschen zu wenig gemacht. Ich habe ein bisschen zu wenig Spaß verstanden. Man muss ein bisschen lustig sein, das Leben locker sehen. Ja, das muss man echt manchmal. Manchmal muss man echt ein bisschen locker bleiben. Das Leben locker sehen und Spaß haben. Oh ja, okay, jetzt sind wir hier in dem Unterwasserbereich. Und ich glaube, als erstes müssen wir rauf. Ich habe zuerst gedacht, rauf wäre. Moment, ich glaube, obwohl nein. Ah ja. Oh ja, wir müssen jetzt verschiedene Teile von Rob finden in dieser Pyramide und sie zusammenbauen. Den Hintergrund in dem Level finde ich eigentlich sehr gut. Oh ja. Okay. Genau, da oben haben wir schon mal, das ist der Kopf der Pyramide. Ihr merkt es ja, diese Geschichten, da war Robs Kopf. Und jetzt müssen wir aufpassen, denn ihr merkt es, ein Autoscroll-Level. Und hier müssen wir immer, durch die roten können wir nicht durch. Ihr merkt es, wir können nur durch die blauen durch. Das heißt, wir müssen Stoff geben. Mein Gott, und rein, oh ja. Ja bitte, das Robs Kopf hätten wir mal. Okay, links geht's wieder zurück. Ich glaube, jetzt müssen wir das nächste nach unten. Ja, das ist der Raum mit den Fähigkeiten. Moment mal. Ich muss gerade mal überlegen. Ich kann mich im Held sein, nur noch an ein. Also hier können wir uns jetzt alle möglichen Fähigkeiten holen. Ich hole mir mal Schirm und unten können wir auch jede Menge tierische Freunde noch kriegen. Ich finde die Blöcke eigentlich so lustig, wie sie da so brick, brick, brick. Ah, Michael Jackson Beats in Sonic the Hedgehog 3, was wir ja vor kurzem Let's Played haben. Das war lustig. So, da haben wir die drei ursprünglichen Tierfreunde und die und rechts haben wir die anderen drei. So, wir brauchen keinen und die Schirmfähigkeit für einen Teil von Rob. Daran kann ich mich noch erinnern. An die anderen eigentlich nicht mehr. Okay, ihr merkt, die Blöcke. Beat, beat, beat. Ah, die Michael Jackson Beats waren eigentlich wirklich witzig. Moment. Wo geht's jetzt lang? Links unten? Ich weiß es nicht mehr. Nein. Oh, das war das Schlimmste an dem Level. Da bin ich im alten Let's Play richtig verzweifelt. Oder vielleicht da unten hin? Ich glaube, da war's. Hier rechts unten war das Teil, wofür wir kein und die. Ihr merkt's? Moment. Falscher Knopf. Genau so. Genau so, so, so. Ah, die Blöcke, auch die am Rand. Brick, brick, brick. Ah, Michael Jackson hat schon gute Musik gemacht. Aber nein, in dem Spiel hat er nicht mitgearbeitet. Auch wenn es auch ein dritter Teil ist. So, ihr merkt, hier brauchen wir jetzt kein, um an Robs rechten Arm ranzukommen. Allerdings, ja, wir kommen mit keinen da ja nicht rüber. Wir könnten mit Kirby rüberfliegen, aber ohne die Schirmfähigkeit könnten wir keinen da nicht rüberbringen. Tja, da habe ich früher mal gerätselt, wie das gehen soll. Ich habe mal Basic Andreas gefragt. An die Situation kann ich mich noch erinnern, auch wenn das Jahre her ist. Da hat Basic Andreas gefragt, da habe ich Basic Andreas gefragt, was er an der Stelle tun wird. Und er hat gesagt, wie? Ich habe so gefragt, wie kann man keinen da rüberkriegen? Und er hat gesagt, stell Tipp auf die andere Seite. Dann kommt er von der Leiter und wird er schon irgendwie rüberkommen. Ah, das war so ein Witz, weil kein, ihr wisst schon, in Kirbys Freundin Tipp verliebt ist. Ihr wisst doch, wer Tipp ist, die da aus der Serie. Ah, der Schmäh ist mir echt in Erinnerung geblieben. Ich glaube, im Jahr 2011 war das. Da habe ich Kirby's Dream Land 3 dann das erste Mal richtig intensiv gezockt. 2011 war es, glaube ich. Okay, gut, als nächstes brauchen wir Q und ihn hier. Der Gegner hier gibt ja alle Fähigkeiten, egal, man muss halt nur aufpassen, was für eine Waffe er trägt. So, jetzt brauchen wir Q und Stein und ich muss richtig aufpassen, denn das, was jetzt kommt, ist sauschwer. Alle Hebs, hier unten hin. Okay, wir müssen Q auf die andere Seite kriegen, kommen aber hier nicht durch. Wow. Okay. Wow. Ja, ich hab's geschafft. Tatsache, ich hab's geschafft. Ihr merkt's, wir müssen uns hier unten durchquetschen. Moment, den einen Block mache ich jetzt weniger riskant weg. Genau, ohne Stein. Das war's! Wow! Und damit habe ich mich früher und auch im alten Let's Play, ich kann mich erinnern, da habe ich ganz schön viel schneiden müssen. Und das Fiese war... Ja, und hier kommen wir halt nur, normalerweise würden wir mit Kirby, habt ihr gemerkt, oben durch, aber hier kommen wir nur mit Hilfe des Luftzugs durch. Tja. Okay. Ich brauche die nicht mehr, Kuh. Tut mir leid, aber das mache ich mir, tue ich mir nicht nochmal an. So, was die anderen Wege angeht. Rechts oben. An die anderen Wege kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Was war da nochmal? Moment, ah, ich kann mich erinnern, da war ein Rätsel. Moment.
warte. Ah, ich kann mich erinnern. Hier gibt's so ein, hier muss man rausfinden, welcher Weg der richtige ist. Ich glaube, in dem Fall ist es Elektro. Nein! Dann eben doch den Weg. So, weg damit. So, jetzt vermute ich mal... Eis? Nein. Ich glaube, ich habe eh schon einen Fehler im System. Aber ich will halt nicht aufgeben. So, Feuer. Oder auch nicht. Dann eben Stein. Ja, da ist Robs Inneres, Mittelteil. Okay. Gut. Und es geht abwärts mit Kirby. Ja, hätte ich gedacht, dass Rob, obwohl er nur ein lausiges Zusatzteil war. Ich weiß echt nicht, was Rob, ich hatte auch nie ein NES oder ein Rob. Rob sieht ja auch in der japanischen Version von Smash Bros. Anders aus. Oh ja, ich kann mich erinnern, wie das hier geht. Ich glaube, hier brauche ich eine Fähigkeit, die Licht erzeugt. Und die würde dann immer den richtigen Weg weisen. Aber ich weiß den Weg nicht mehr. Plasma würde ich hier wahrscheinlich brauchen. Ich gehe jetzt einfach irgendeinen Weg, an irgendeine Kombination. Okay, Moment. Das war fake. Ah ja, da hätte ich rein müssen. Okay. Das hätte ich nicht geschafft. Ich stelle mich hier eigentlich eh gar nicht mal so schlecht an. Okay. Rob. Wer hätte das gedacht, dass Rob noch so einen großen Auftritt hat? Jetzt bin ich in die falsche Röhre. Falschen. Jetzt wollte ich schon Röhre sagen. Zu viel Mario in letzter Zeit gespielt. Ich brauche dich, mein Freund. Ja, und dazu warum auffrischen habe ich auch nichts mehr. Klar, ich habe noch ein Leben, aber... Nee. Okay. Also. Es ist... Oder? Oder? Wie ging das hier nochmal? Wie ging das hier nochmal? Moment, hä? Ha, ich glaube, da brauche ich noch irgendeinen tierischen Freund. Ich weiß es aber leider nicht mehr wen. War es nicht hier? Obwohl, nein, der mittlere Weg ist ja, wenn man falsch macht, ja, durch so eine Attrappe. Ha, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Brauche ich da nicht auch kein? Was könnte ich denn da brauchen? Kuh? Oh, jetzt gehe ich schon wieder den Weg. Was könnte ich denn da echt gebrauchen? Ich weiß, dass es Plasma ist, aber welchen tierischen Freund dazu? Wollen wir mal schauen, welchen wir so haben. Müsst ihr immer angreifen? Ihr seid da, um gefressen zu werden. Probieren wir mal alle aus. Könnte sein. Könnte auch sein. Das habe ich ja noch nie gesehen. Jetzt steuere ich pitch da auf den Rand raus. Köstlich, aber ist auch nicht das, was ich brauche. Hallo? Okay. Wisst ihr was? Das machen wir im nächsten Part. Das letzte Stück holen wir uns im nächsten Part. Also, tschüss.